Ja, Mann, Alter, lass uns das Video Hier reinziehen. ist dein. Gold Digger reingelegt. Ja, Mann, das geht ab. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Dramatize me. Kennt ihr das nicht? Ey, das sind so immer so Kurzgeschichten. Nein, was Warum tust ist du es da, so Leute? laut? Deine Stopp! blöden Hey! Bücher! Entspann dich! Dein Bitte! Zeug! Ellie! Weißt du was? 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 Du machst mich Komm krank! schon! Einfach Nimm kurz einfach deine zuhören! Tasche und Ellie, hör mir verschwinde doch von hier! zu! Bitte! Nein! Was ist das? Geld! Ich sehe, dass das Geld ist. Wessen verdammtes Geld ist das? Was geht da? Danke, Mann! Vincent, Bruder, Vincent, ich höre doch auf, Mann! Vincent, ich höre doch auf! Neun verschenkte Subs, danke dir. Meins, Gewinn von 1 Million in der Lotterie gestern. Ich wollte dich überraschen heute, aber du hast entschieden, dich zu trennen. Nun, ich bin überrascht. Aber ich habe gar nichts gesagt von einer Trennung. Ich hab's. Jetzt auf einmal, jetzt auf einmal. Ey, er hat gewonnen, Lotto, sie macht doch. Bist du gemeint? Schatz, nein. Ich war nur emotional. Wie immer. Imagine, du gewinnst halt bei der Lotterie und du holst dein Geld halt in so einem Sack halt einfach ab, Digga. Max? Max? Warte! Warte! Sie denkt, ich wäre ein Idiot. Du bekommst keinen Cent. Schatz, es tut mir so leid, ich habe bloß ein wenig überreagiert. Bro, Big Move einfach. Habt immer eine Tasche mit Fake-Geld dabei, mit so Spielgeld. Oh. Dann immer überreagiert. Dann immer, Schatz, sorry, ich habe Nicht böse überreagiert. sein. Oh. Warte, warte. Vor 1 Minute hast du mich nicht mehr geliebt, bevor du das Geld Das gesehen Geld hast. hat überhaupt nichts damit zu tun. Oh, wirklich? Weißt du was? Was? Ich hau ab hier. Hab Spaß. Und du hast bloß einen Loser verloren. Wie hat er denn geschafft, so schnell das ganze Geld aufzuheben, auch von dem Gebüsch da unten, wenn er gesagt hat, sie kriegt keinen Cent? Max! Max! Was? Ich bin schwanger. Überraschung. Ellie, niemals! Ja. Digga. Ganz dünnes Eis. Es ist eine kleine Überraschung. Ich trage dein erstes Baby in mir, unsere erstgeborene Emma. Und sie wird mal eine Ballerina. Machst du Witze? Erwartest du von mir, diesen Blödsinn zu glauben? Aber es ist wahr. Wir streiten uns seit 3 Monaten. Wir wohnen nicht zusammen und wir schlafen schon ewig nicht Haben mehr wir zusammen. wohl. Wie konntest du sie nur vergessen, diese magische Nacht? Du warst zu betrunken, scheinbar. Ich war betrunken. Ja, warst du. Weißt du was, Babe? Du legst mich nicht so einfach rein. Komm schon. Wo gehen wir hin? Zum Arzt. Zur Klinik. Für einen Ultraschall. Und wir beenden diese blöde Farce. Max, ich muss mich umziehen. Max, warte, warte, warte. Was? Ich glaube, mir ist schlecht. Ellie, was ist Wie passiert? gesagt, mir ist schlecht, mir ist schlecht. Ich weiß auch nicht. Bring mir ein paar Minzler. Moneten, Digga. Bring mir ein paar Millen. Lollipops. Minzler, wo soll ich die denn herbekommen? Ich weiß nicht. Ich gehe und durchsuche. Bro, Vincent, Digga. Ich hör doch auf. Du hast 10 Subs verschenkt. Vincent, ich danke dir von Herz. Ehrlich. Willy Wonkas Shop. Die Apotheke ist im Erdgeschoss. Nur Du bleibst geh. hier. Ich bin direkt zurück. Okay, Ma'am, danke. alles okay soweit? Ja, mir geht's gut. Doktor, bitte helfen Sie mir. Wer sind Sie? Das spielt keine Rolle. Sie müssen sagen, dass ich schwanger bin. Es ist wirklich wichtig. Glauben Sie mir, einfach glauben Sie mir. Nein. Nein, Digga, was ist das? Bruder. Ah! Junge, hör doch auf. Hör doch auf. Ich bin ein Doktor und ich werde nicht lügen. Das ist Nein, unethisch. nein, nein. Es ist keine gewöhnliche Lüge. Oh. Damit retten Sie mich. Ansonsten wird er mich umbringen. Wer? Was? Oh mein
Gott, Digga. Ey, Bruder, wenn du so eine Freundin hast, brauchst du keine Feinde mehr, Digga. Jetzt, Bruder Vincent, Mann. Vielen Dank, Alter. Mein Freund. Er ist ein Monster. Und er ist ein Mörder. Aber was hat das mit mir zu tun, hm? Er wollte einen Erben für sein Vermögen seit langer Zeit und es hat noch nicht geklappt. Und wenn sie ihm nicht sagen, dass ich schwanger bin, dann werde ich sterben. Ganz ruhig. Oh mein Gott, Digga. Was macht die? Ruft die jetzt Polizei oder so und erklärt? Digga, was ist denn das? Oh. Ich hab Angst. Ganz ruhig. Aber Gold, Digga, reingelegt. Wahrscheinlich ist das so ihr... Ich helfe ihm. Danke. Wahrscheinlich ist das so ihre Mutter oder so. Ich rufe die Polizei. Alles okay. Keine Polizei. Die Polizei von dieser Stadt wurde bestochen von ihm. Das ist... Und ich bin der Weihnachtsmann, Digga. Mein bester Freund ist Grantelbart, Bruder. Keine Option. Sagen Sie ihm einfach, ich bin schwanger. Das gibt mir 2 Tage, um wegzurennen vor diesem Monster. Schatz, da waren nur Wassermelonen-Lollis. Womöglich helfen die. Ja, Mann. Der ist Mörder, Bruder. Der ist Mörder, Digga. Der kommt so mit 2 so Wassermelons, wie so ein kleines Kind. Hier, ich hab extra für dich geholt. Bruder, er ist Mörder, Bro. Er ist einfach, Digga. Das ist ihr Freund. Warten Sie im Gang. Was, aber ich... Ich bin Doktor hier. Funken Sie nicht bei der Untersuchung dazwischen. Warten Sie im Flur. Schon klar. Sehen Sie, was für ein... Ja, nun sehe ich den Tyrannen, aber Sie müssen sich hinlegen, aufs Bett. Und ich mache den Ultraschall dennoch. Aber ich brauche ich nur... Ich muss es dokumentieren im System. Für die Authentizität. Oh, also, das ist okay. Bitte, los geht's. Danke für Ihre weibliche Solidarität. Sie sind so eine gute Frau. Lolli ist runtergefallen. Heb auf. Sie haben keine Ahnung, wie Sie mich retten, indem Sie das sagen. Oh, Sie haben Zwillinge. Oh, das ist zu viel. Es ist genug, über ein Kind zu lügen. Nein, nein, das ist keine Lüge. Sie sind wirklich schwanger. Schauen Sie. Was? Oh nein! Das ist wirklich schlecht. 100% schlecht. Aber ich dachte, dass Sie es wirklich wollen. Wovon reden Sie überhaupt? Kinder sind das Letzte, was ich brauche. Besonders von so einem Fremden. Ein Fremder? Aber ich dachte, es ist von Ihrem Wassermelon-Typen. Wassermelon-Typen? Wassermelon. Bruder, der Arme, Digga. Vincent, ich küsse doch dein Herz. Vielen Dank für noch einen verschenkten Twitch Prime Sub. Der Arme, Digga, der ist extra runtergegangen, hat Bonbons für seine Freundin geholt, weil es ihr schlecht geht. Und deshalb der Wassermelonentyp. Nein? Hören Sie zu. Das geht Sie überhaupt nichts an. Wer ist der Vater? Was für eine nette, verdammte Frage. Wer ist der Vater? Lassen Sie mich nachdenken. Ich hoffe, es ist mein Fitnesscoach. Ja, denn falls Sie von Tyrone sind oder Mr. Chen... Okay, ich hatte genug hiervon. Digga, Alter. Bruder, was hatten die gemacht mit jedem? Warten Sie. Hören Sie zu, ich werde Sie bezahlen. 10.000 Dollar. Klingt gut, oder nicht? Geben Sie ihm das blöde Blatt Papier, das sagt, ich sei schwanger. Das ist alles. Aber er ist nicht der Vater. Der Vater ist nicht der, der das Kind gemacht hat. Es ist der, den ich dazu bringe, zu denken, er wäre es. Ha? Huh? Oh mein Gott, Digga, oh mein Gott. Ich bin mal gespannt, ja, weil der Titel heißt ja Gold, Digga, reingelegt. Also die wird ja noch richtig fett verarscht. Ich bin gespannt.
Vielleicht hat sie ja auch verarscht. Vielleicht hat sie ja auch verarscht. Vielleicht hat sie so getan, als wäre sie wirklich. So, wenn sie sich weigern, ist das okay. Ich werde einen anderen Doktor finden, der mir mit Vergnügen helfen wird. Jemand, der besser kooperiert. Hey. Hey, wohin gehen Sie? Ha? Tada! Das gibt's nicht. Du bist wirklich schwanger. Herzlichen Glückwunsch. Du bist nun Vater. Und nun kannst du dich nicht abwenden von finanzieller Hilfe. Was, wenn es nicht meins ist? Wie kannst du nur? Ich habe nie mit jemand anderem geschlafen. Nur mit dir, natürlich. Und Mr. Chan und der Fitnesscoach, Bruder. Der Fitnesscoach, Digga, der durfte auch mal. Natürlich. Und außerdem kann der Doktor einen DNA-Test machen. Klar kann ich das. Aber ich denke, Sie sind der Vater. Glückwunsch. Was ist los mit dir, Daddy? Warum so traurig, hm? Digga, die ist so eine Freundin, die so ist. So. Warum so traurig, hm? Digga. Ich würde das ganze Geld nehmen, trotzdem abhauen. Digga, nie im Leben. Der arme Digga, der weiß ja gar nicht, was ihm wirklich jetzt, was ihm blüht, ne? Was soll ich jetzt tun? Also, wie wär's mit etwas Rat? Ruinieren wir uns nicht unsere Leben, Max. Mit Spielereien bei diesem blöden Liebeszeugs. Ja? Gib mir einfach meinen Teil des Geldes und geh. Schämst du dich nicht, ganze 50% von jemand anderem zu nehmen? Was hast du gesagt? 50? Oh nein. Oh nein. Jetzt will die 80. Schatz, du rechnest das falsch aus. Denn 50% wird geteilt zwischen zwei Leuten. Aber wir sind nicht mehr zu zweit, richtig? Du willst es durch drei teilen? Uh-uh. Durch vier. Vier. Ich kriege Zwillinge. Du kriegst Zwillinge. Damit bleiben dir noch 25%, was immer noch gutes Geld ist, oder? Du musst es annehmen. Oder 10.000 liegen schon in deinem Garten rum. Oder ich bring dich vor Gericht. Und dann wirst du keinen einzigen Cent bekommen. Doch. Er kriegt alles, Bruder. Er hat ja den Lottoschein ausgewählt. Sie kriegt nichts. Geh vor Gericht, Bruder. Mach. Ich gehe zum Auto und hole das Geld. Gute Wahl. Ja, Mann, Digga. Er geht zum Auto und holt das Geld. Wo wollt ihr das aufteilen? Mitten auf dem Flur vom Krankenhaus? Weibliche Solidarität. Danke. Digga. Ja. Ich hoffe, der Inhalt dieser Tasche wird eine echte Hilfe sein, dein Leben umzukrempeln. Machst du Witze? Was zur Hölle ist das? Arbeitsanzeigen. Wirklich. Wirklich lustig, haha. Weißt du, ich denke, das ist exakt das, was du brauchst. Oh, wirklich? Such dir endlich einen Job und hör auf, nach schnellem Geld zu suchen. Wie kannst du nur? Du bist der zukünftige Vater meiner Kinder. Und rate mal, was ich als nächstes tue. Ich werde dich verklagen und du zahlst mir Unterhalt fürs ganze verdammte Leben. Ellie, ich weiß alles. She's cheating on you. Teach her a lesson. Er wurde komplett... Nee, sie wurde komplett... Oh mein Gott. Wirklich? Wirklich? Sie. Schämen Sie sich denn nicht, hä? Huh? Ich versprach Ihnen $10,000. Und Sie haben es versaut. Ja, vielleicht ist halt Geld nicht alles. Ja, natürlich haben Sie. Aber Max versprach mir ein neues Haus. Oder nicht, mein Sohn? Sicher doch, Mom. Oh mein Gott, ich hab's predicted, Digga. Ich hab's predicted. Bro, ich hab's predicted. Ich hab's predicted, das ist Mutter oder so. Oh mein Gott, hör doch auf. Ich bin der Auto für dich und Dad. Ja. Mom?
Dachtest du, ich brächte dich zu irgendeinem Doktor? Nach 6 Monaten unserer Beziehung könntest du mal fragen, wer meine Eltern sind. Okay, mein Fehler. Sorry. Nett, sie kennenzulernen, Mom. Die hat halt einfach gedroppt, Digga. Dass sie mit Mr. Chen und Fitness Coach gepennt hat, Digga. Schwer, nett, dich kennenzulernen. Und was ist damit, ha? Huh? Vincent, danke. Was ist damit? Ich kriege Zwillinge. Und jetzt will mich niemand mehr. Du bist nicht die Einzige hier, die Leute reinlegen kann. Es gibt keine Zwillinge. Wovon redest du da? Und was ist mit diesen 2 kleinen schwarzen Punkten da? Das sind bloß 2 dunkle und schwarze Punkte. Keine Babys. Du bist nicht schwanger. Die wurde so. Oh mein Gott. Die wurde genommen. Aber krass. Krasse Story. Das ist immer so. Ich finde diese Videos übel überdramatisiert. Aber die Message dahinter ist echt stark. Mädchen, besser, du findest wirklich einen Job. Und als Start vielleicht etwas Simples. Eine Putzfrau oder Kellnerin oder was auch immer. Du musst wirklich den Wert von Geld verstehen. Aber netter Versuch. Der Typ ist so smart. Und die Mutter ist genauso smart. Krass.